Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir machen heute Daisy. Nein, Donald, nein. Doch. Oh. Er dreht schon durch. Tag 4 Disney. Tag 5 Japan. Herzlich willkommen in Tokio. Wir fahren heute das letzte Mal nach Disney. Diesmal wieder nach Disneyland oder Tokio Disneyland, um es richtig zu sagen. Und danach fängt der Spaß an. Also nicht, weil das so stressig ist bei Disney, sondern weil die anderen Sachen, glaube ich, viel cooler, viel spannender, viel interessanter werden. Und da müssen wir trotzdem etwas Kurioses noch mit in diesem Video haben. Habe ich wieder einmal ein Getränk gekauft, wo ich keine Ahnung habe, was mir das sagen soll. Und es sieht fruchtig aus. 600 Milliliter, kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist eine normale 500 Milliliter Flasche. So, probieren wir das Ganze mal. Andere Probiergeschichten gab es in den vergangenen Vlogs natürlich auch schon. So ist das ja nicht hier. Puhuhuhu. Alter, kannst du einen Joghurt essen. Wie, echt? Ein bisschen wie ein leichter Touch vom orangen Wassereis, glaube ich. Aber irgendwie geil. Ich würde halt, glaube ich, eher eine Schorle draus machen. Probier mal. Das riecht total wie oranges Wassereis. Also auch wie Multivitaminsaft. Ja, also das mit dem Joghurt stimmt. Und ja, das schmeckt eigentlich wie Multivitaminsaft, finde ich. Auch gar nicht so viel süßer, aber irgendwie, ne, die Konsistenz ist nicht wie Joghurt, aber irgendwie der Nachgeschmack schmeckt so milchig, wie als ob man Joghurt isst. Ja, auch ein Molkeerzeugnis sein, das können wir jetzt nicht validieren. Ja, aber eigentlich lecker. Aber eine Schorle mit Zitsch. Ja, ja, aber das ist ja keine Schorle. Gibt's ja nicht. Sonst wäre es ja keine Schorle, dann wird es einfach nur gepanscht. Ja, verdünnt. Einweiser, ich geh kaputt. Die Feuerwehrautos wurden jetzt hier gerade in die Feuerwehrwache reinrangiert mit 18 Helfern gefühlt. Es waren aber nur drei. Und einer fuhr diesen großen Leiterwagen oder was das ist. Und trotzdem hat es verkackt und musste nochmal nach vorne und wieder korrigieren. Und bei dem kleinen Transporter, der jetzt hier noch in der Seite reingefahren ist, ging es etwas schneller. Ja, aber die schreien halt auch. Ja, die brüllen dann die ganze Zeit. Wahrscheinlich weiter oder einschlagen. Ja, genau. Also sehen schon cool aus, die Autos. Und dann habt ihr jetzt auch endlich mal das Tokyo Fire Department gesehen. Wie geil ist das bitte? Und, also ich weiß ja aus den vergangenen Vlogs, ihr findet Rettungsfahrzeuge, Trucks, Züge, alles auch cool. Ist ja auch einfach cool. Jetzt wird hier wieder alles mit diesen grünen Netzen abgesperrt, dass da auch keiner reinkommt. Was ist das, ein Ghostbuster? Das ist ein Ghostbuster. Was ist das? Das ist das sogenannte 5G-Netz, mobil. ich frage mich, wie geht das hier ab, wenn ein Einsatz ist? Weil da muss ja hier auch. Jetzt kannst du nicht direkt runter. Die haben doch dann irgendwelche Lemminge, die dann rausrennen und die alles. Der hängt aber, glaube ich, auch so eine Alarmglocke an der Seite schon. Hier sind überall rote Lampen dran. Wahrscheinlich ist dann hier richtig Attacke. Bei uns fahren die leise raus, sind einfach alle Ampeln auf Rot, die fahren ohne Martinshorn raus. Weißt du, erst wenn die aus den Wohnhäusern Ecke raus sind, dann gibt es Action und hier ist wahrscheinlich direkt alle stramm stehen. Mega. Super interessant. Gerade hin auch einer hier komplett aus dem Fenster. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Gut, gehen wir mal Frühstück holen. Das ist mit Schorle, das, was ich gerade hatte. Auch wenn es Pipeline Punch heißt. Lecker. Ich stehe aufs orange Wassereis, voll.
Heute gibt's, was haben wir hier? Das ist deins. Außer du hast den Thunfischsalat. Thunfischsalat, Ham, Salat, Ei, Soße. Wieder mal auch Sandwiches, die kleinen. Das ist halt echt auch Babyschiss, ne? Und ich habe gar nicht geguckt, was für ein Tier das ist. Weiß man noch nicht. Spieße. Aber dafür drücke ich erstmal was zum Abwischen der Finger raus, weil die haben auch die Holzstäbchen und die Spieße an sich mariniert. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Und du hast ja auch was anderes dabei, ne? Ja. Wo sind Taschentücher? Ganz unten. Guck mal, ein alter Mann, der vloggt. Also, der hat auch eine Kamera mit einem riesen Mikro drauf. Der in grün. Das Schlimme ist, wir schleppen das Zeug jetzt gleich wieder bis zum Bahnhof mit und schmeißen es bei McDonald's im Mülleimer, weil vorher kein Mülleimer kommt. Ich glaube, ich kirre hier. Es ist alles so sauber, alles so clean und nirgendwo gibt es einen Mülleimer. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert. Sollen wir uns die Mülleimer abschaffen, damit es nicht mehr aussieht wie bei Hempels unterm Sofa oder was? Riecht schon mal gut. Bevor Fettfinger kommen, alles aufmachen. Ist auch immer so geil, diese Dinger, ne? Die haben ja echt so eine Lasche zum Aufreißen einfach. Das ist schon durchdacht in diesem Land. Oder in allen Ländern mit Convenience Stores, die sowas anbieten. Ich habe wie immer mein Sandwich. Heute habe ich Schinken und Ei genommen und Salat. Und dann habe ich noch sowas hier genommen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Cronut mit Schoko und Mandel. Ich bin gespannt. Aber erst das Herzhaft. Dann das Süße. Was ich gerade noch erzählen wollte. Ist das unser Zug, der schon kommt? Ja, vielleicht erzähle ich es ein andermal. Ich habe leider keine Aufnahmen davon, aber hier spricht alles Mögliche. Uns kam eine Reinigungskraft entgegen, die hat so eine Kehrmaschine, weil sie diese Handkehrmaschine vor sich hergeschoben. Das war erstmal mega lustig, weil die hatte ein riesen Rundumlicht auf dieser Handkehrmaschine und hat Musik gespielt, damit das nicht so blöd ist, wenn hier irgendwas sauber gemacht wird. Dann sind wir weitergegangen und die fahren ja manchmal hier so abgedeckte Karren mit Zeug durch die Gegend, damit du die Shops auffüllen kannst und so. Also wir sind im Bahnhof in der Tokyo Station. Und normalerweise machen die es zu zweit und vorne wegläuft einer, der schreit die ganze Zeit. Wahrscheinlich Achtung, Vorsicht, geh mal weg. Aber der war alleine, dann hatte der vorne einen Speaker dranhängen, der das gemacht hat. Und dann war noch, ich beeile mich, dann war noch die Rolltreppe defekt wieder, oder wurde gewartet wahrscheinlich. Ist abgesperrt, dann war oben auch nochmal an der Absperrung ein Lautsprecher gesagt hat, ey, die Rolltreppe ist gesperrt, Vorsicht, pass auf. Dann denke ich mal, dass sie es gesagt hat und nicht, haha, ihr müsst jetzt Treppen laufen. Wäre auch witzig. Wollte ich nur mal erwähnt haben, dass hier alles spricht, wenn gerade keiner Zeit hat, dich anzuschreien dafür. Und wir fahren jetzt weiter nach Disney mit unserer Kyoto-Line, wie auch immer. Und wie immer. Wie es in der Badewanne liegt. Und das ist, glaube ich, für Seife, würde ich mal behaupten, dass man die so ablegen kann. Voll süß. Saugeil. Ihr könnt euch hier komplett Haunted Menschen kaufen, quasi komplett, aber ne, mit vielen verschiedenen was das wohl sein mag. So, das Ding ist aber, das kostet 7200 Yen, das ist echt teuer. Gibt's auch einzeln die Sachen. Das Problem ist hier aber in Japan, die finden Überraschungen toll. Du weißt nicht, was da drin ist. Ich möchte natürlich, wenn, dann die Chase haben und nicht, weiß nicht, die Absperrung. Man kann da zwar jetzt so mit dem Finger so heimlich mal reinpokeln, aber du erfüllst ein paar Sachen,
Aber bis jetzt war noch nicht diese Chaise dabei. Oder? Nein, war es nicht. Und die für 1200. Also, das ist jetzt auch nicht der Schnapper. Wenn das ist, als alle zusammen ist das vielleicht ein Deal. Aber nun ja, dann bleibt das hier. Weil ich möchte nicht die Katze mit der Uhr nach Hause gehen. Und alles ist mir zu teuer. Ich habe ja auch die Gondeln quasi. Und das Gesamtpaket wäre jetzt richtig geil gewesen, aber nicht für das Geld. Das funktioniert einfach nicht. Also das möchte ich nicht. Das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Die Tassen sind cool, ne? Ja. Sind ja auch neu reingekommen. Aber mit Pins ist das hier auch so, dass die auch alle eingetütet sind und du weißt nicht, was für einen Pin du kaufst. Also es wird voll viel Zeug gedisplayed, was da drin ist, damit du keine Überraschung hast. Aber bei so Sachen ist das mega Überraschung. Was soll denn das? Weißt du, bei Keksen hier wird überall ausgestellt, was für Kekse in der Keksdose sind. Aber bei sowas? Das macht mich krank. Schade, aber das wäre das Einzige gewesen, was hier drin noch ein bisschen cool wäre. Wir haben gar nicht erzählt, wo wir sind. Wir sind hier im Shop, der quasi auf dem von dem Resort Hub auf dem Weg zum Disneyland liegt. Und heute Abend wird hier wahrscheinlich die Hölle los sein, so wie gestern Abend in dem anderen Shop. Und deswegen sind wir jetzt heute schon mal gucken gegangen, heute Morgen, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, was wir mitbringen können. Wir sind ja rein jetzt ins Disneyland, erstmal Flut von Charakteren und was wir ja schon mal gesagt haben, du kannst hier einfach easy peasy mit allen Fotos machen, das ist super cool. Noch cooler ist dieser Tischmülleimer oder Badezimmermülleimer, der aussieht wie so ein Parkmülleimer. Sind aber 5000 Yen und das ist groß, aber es ist verdammt geil. Uschi ist sich nur nicht sicher, ob sie den haben will, aber der ist ultra geil. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, was ich ultra lustig finde. Das sind Fusselrollen, aber wie cool sind die bitte? Mega geil. Und es gibt immer noch diese Klobürsten, die keine Klobürsten sind. Ja, ich weiß nicht. Das ist nämlich halt so ein Dingens hier, Mikrofaser. Ja. Gehst du nicht mit in die Toilette? Weiß ich nicht. Vor allem nicht, nachdem du da mit dem Hydraulikstab dir den Hintern durchgespült hast. Was ich wirklich feier. Also jetzt nicht. Nicht, weil mich das antörnt. Sondern weil es halt, du musst ja nur trocken durchwischen, das ist ja genial. Ich brauche auch so ein Klo. Weil wir haben, glaube ich, nicht gesagt, dass wir jetzt im Park sind, oder? Du hast gesagt, wir haben Disney-Charakter und so. Die waren halt hinter dem Ticket-Dings, waren die Disney-Charakter, bevor man quasi, also wo der Hub ist, so bevor man in den Park so richtig reingeht. Genau, und jetzt sind wir in dem ersten Shop, der hier rechts ist, weil jetzt ist ja noch nicht so viel los und dann gucken wir hier jetzt mal. Das wollte ich nur noch mal kurz erklären. Und jetzt hören wir auf, über Arsch zu reden. Dadurch, dass es aus Silikon ist, kannst du es halt irgendwie auch noch sauber halten. Hm? Aber ja. Ein Popcornbecher. Erstmal ein Eisschlecken hier. Du. Ah, ich glaube, nach dem Eis hätte ich gerne noch Schuhe. Kaufen wir für die Schlafzimmertür, damit die kalte Luft nicht da durch. Peter Pan ist zu, Pirates ist zu.
tot. Und Roger Rabbit ist zu. Also bleibt so. Ansonsten, was hast du gesagt? Welche Wartezeit ist bei Schön und das Biest? 125. 100? Das ist jetzt Schnapper. Schnapper. 50. Und was? Was schätzt du denn? 75. 40? Was ist hier heute los? Gar nichts. Baymax hat hier quasi ein Demolition Derby, wo Baymax vorne in der Gondel sitzt und eine Gondel hinter sich zieht. Also schwingen die auch so ein bisschen aus. Ne? Doppelanlage überdacht, fährt aber echt auf Sparflamme, würde ich mal behaupten. Aber der Song ist hier der Shit und dann winken ist der Shit. Das haben wir in den letzten Videos erzählt. Aber dann gehen sie alle ab an den Pulten, in den Queues. Da waren gerade die Girls, die. Hä? Ja, so und hüpfen. Es gibt einen Tanz zu diesem Song und den machen die Leute, die nicht fahren. Und die Leute, die fahren, die müssen sich ja festhalten, und so, obwohl das so krückig unterwegs ist. Also hier ist alles halt auf PC, ruhig. Aber wie cool ist das denn bitte? Und die Fahrt ist ultra kurz, wir wollen die Leute nicht überlasten. Und wir sind gerade auf dem Weg. Die dicke Katze da oben, oh Gott. Wir sind gerade auf dem Weg, hier ein paar Aufnahmen zu machen und dann können wir gleich in anderthalb Stunden Beauty and the Beast fahren. Nein, es ist hier voll. Ich stelle mich da jetzt nicht eine Stunde für Kohle an. Hier, das ist ein Getränkeautomat, der halt aussieht wie eine süße Baymax-Fritze. Und da gibt es jetzt sicher auch Coca-Cola. Das habe ich ja gestern im Park nicht gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt anstellen soll, nur weil ich da Coca-Cola kaufen kann. Wie geht das hier? Nimmt der nicht? Aus der Reihe, was weiß ich, was ich da kaufe? Ein Getränk, aber sieht doch schön aus und ich habe keinen Bock auf Coca-Cola. Ich wollte auch eben erwähnt haben, das habe ich heute Morgen nämlich nicht gemacht bei den Fleischspießen. Da waren drei waren mit so Fleischstücken, einer war mit so Hackbällchen und einer, das war wahrscheinlich Haut oder sowas, so zusammengefaltet und aufgespießt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Tier das war, aber es hat geschmeckt. So, was das ist, habe ich auch keine Ahnung. Oh, egal. Das macht das doch erst spannend. Oh, shit. Das ist cool. Bah. Cool. Bah, ist das ekelhaft. Das ist cool. Das ist bah. Ja. Da muss ich jetzt durch. Nein, muss ich nicht. Du aber auch. Probier das. Nimm ruhig einen großen Schluck. Bah. Das riecht wie Brühe. Bah, Alter, das ist ja super ekelhaft. Das ist ein Tee, aber es schmeckt wie eine Mischung aus. Ich habe das Gefühl, wie man auch mit Kaffeebohne beißen würde im Abgang. Und als erstes ist es wie so, ja, cool, das stimmt schon. Bah.
habe jetzt gerade eine Videorunde gemacht und dann habe ich bei im Space-Bereich oben gestanden, runtergefilmt. Und da hat irgendjemand Popcorn oder irgendwie ähnliches auf den Boden geschmissen, um die Tauben anzulocken, um Fotos davon zu machen. Kam direkt ein Cast-Member, so, nee, hier, Feierabend, hat das mit den Füßen schnell alles in die Mitte zusammen, hat sich wieder so breitbändig drüber gestellt, dass die Tauben nicht mehr drankommen. Und 5 bis 10 Sekunden später war der nächste Cast-Member da, hat das schnell aufgekehrt und weg. Weißt du, hier ist sauber. Und dann bin ich weitergegangen, in den Beauty and the Beast-Bereich, um den zu filmen. Und da stand eine Familie, die hatten einen Popcorn-Becher, so aus Pappe, voll und haben den fallen lassen. Überall Popcorn. Ich so, geh so weiter. Geh so dran vorbei, so 2, 3 Schritte und denk mir in dem Moment, wie lange dauert das eigentlich, bis jetzt Kasper mal kommt? Weil es auch so ein Seitenweg ein bisschen war, ein bisschen weniger los. Dreh mich um, steht schon eine Mitarbeiterin und regelt das. Das ist echt krass hier. Jetzt noch eben den Toontown-Bereich filmen und dann geht's schon zu Beauty and the Beast. Gefunden. Genau da. Cool, ne? Es soll hier wohl noch mehrere geben. Aber wenn man die nicht selber findet, finde ich es auch ein bisschen doof, die zu zeigen. Also, wo wir auch drüber sprechen müssen, ist Dumbo. Und erst einmal, Hässlichkeit sein Vater. Also, ich glaube, so einen hässlichen Dumbo habe ich bei Disney noch nicht gesehen. Und jedes Disney hat so einen Dumbo-Ride. Ist vielleicht auch deswegen nicht so überrannt. Und wir in Orlando brauchst du keine Doppelanlage oder so. Weiß ich nicht. Sonst ist der Bereich ja echt schön. Auch wenn ich irgendwie Schneewittchen ist ja auch von der Fassade her ganz, ganz anders. Ne? Aber von innen gleich. Jo. Und 100 Menschen. Haben sie es nicht geschafft, die Halle irgendwie verschwinden zu lassen. Also haben sie geschafft, aber die ist einfach nicht einfach so verschwunden und du hast nur die Menschen zu... Sondern haben sie dann halt künstliche Felsen komplett drüber gezimmert. Was auch cool ist. Aber
krass. Also wenn das irgendwo anders mal ein bisschen anders steht schon, musst du dir was anderes einfallen lassen. Und wir haben es eben schon erzählt, ich wollte es nochmal unterstreichen. Also Peter Pan bleibt geschlossen, Roger Rabbit bleibt geschlossen und Fluch der Karibik bleibt auch geschlossen. Drei Dark Rides, die wir hier nicht machen können. Ich glaube, das ist ein bisschen, das geht manchmal unter, vielleicht gibt es das sonst auch nicht, aber überall hier richtig schön angelegte Blumenbeete, viele Blumen, schön duften alle. Das ist hier auf jeden Fall voll krass. Ich weiß nicht, so in Paris kann ich mich nicht dran entsinnen, dass immer, aber liegt es vielleicht daran, dass wir halt immer im Winter da sind, weil es da billiger ist. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, aber Orlando hat, da geht alles ein. Kalifornien weiß ich nicht mehr. Hongkong weiß ich auch nicht mehr, ob es da Blumen gab. Aber hier ist auf jeden Fall mega schön. Wann mussten wir da sein? 20 vor der Wahl. Sig genug. Aufnahmen machen. Zeit, als ich was über das, was wir getan haben. Wir sind Beauty and the Beast nochmal gefahren. Irgendwie ist Belle in der Pre-Show voll schnell weg gewesen. Schwenk verkackt. Weiß ich nicht, ob das so war oder ob uns das jetzt nur so vorkam. Also, ob das vorher so war. Und dann sind wir den Ride gefahren. Ey, vor allem die Ball-Szene am Schluss erntet bei uns immer noch viel Kritik. Es wird auf jeden Fall mal ein ausführliches Review dazu kommen. Und dann sind wir Winnie Pooh gefahren. Und das kickt mich auf jeden Fall mehr. Den finde ich cooler, den Ride. Was passiert mehr, viel mehr unterschiedliche Sachen, trifft mehr meinen Geschmack. Und jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, quasi Last Order. Ist jetzt nämlich, der Laden macht jetzt wieder zu um 17 Uhr. Dass wir uns jetzt noch schnell ein Bierchen trinken. Und dann müssen wir noch Adventureland, Frontierland, wie auch immer das heißt, filmen. Splash Mountain müssen wir noch filmen. Und eventuell auch Bötchen fahren. Und wahrscheinlich fahren wir noch mal Big Thunder Mountain, weil macht ja einfach Spaß, ne? Kann man ja noch mal machen. Ich wollte mich noch bei Michael F. bedanken. F. Ich sage jetzt nicht den ganzen klaren Namen. Der hat uns ein kleines Trinkgeld dagelassen auf PayPal und uns viel Spaß in Japan gewünscht und sich bedankt für viele tolle Videos. Gruß Michael. Lieben Gruß zurück, vielen lieben Dank für deinen Support. Und das kam jetzt während dieser Reise auch. Das war vorgestern oder so. Ich habe es gescreenshottet, jetzt habe ich es gerade gesehen und habe jetzt doch noch daran gedacht, das in diesem Video zu erwähnen. Vielen lieben Dank. Also nochmal kurz so als kleine Erklärung, wie wir das hier so handhaben. Wir haben uns die App runtergeladen von dem Disney Resort, da sind beide Parks drin. Wenn du den Standort in der App aktiviert hast, dann weißt du auch sofort, in welchem Park du bist, wenn du die App öffnest und zoomt dann da so in den Park rein auch. Es gibt Tag und Nacht auch bei der App, das ist total cool. Wenn es halt dunkel wird draußen, dann ändert die so ihre Aussehen und hat dann auch überall die Lichter an und so, das ist voll süß. Die Wartezeiten, die darauf abgebildet sind, sind immer akkurat, also das stimmt. Bis jetzt bei uns immer und ist manchmal auch weniger. Es war noch nie mehr, glaube ich. Was wollte ich noch sagen? Ja, allgemein ist die relativ leicht zu bedienen. Manchmal kackt die halt ein bisschen ab, aber das ist, glaube ich, bei Apps normal, bei solchen Wartezeiten und Parkplan-Apps und so. Man kann zum Beispiel auch Restaurants suchen und die nach Geschmack filtern und so, wie man das auch von den Apps aus Orlando zum Beispiel kennt. Und Wi-Fi? Wi-Fi gibt es hier nicht. Es gibt in Tokyo Disney Sea auf jeden Fall Park Entrance Wi-Fi und hier auch. Also am Eingang bis du quasi durch den ersten Durchgang durchgehst, es ist ja bei beiden Parks so, dass es so eine Art Tunnel gibt, wo man durchgeht, danach gibt es keins mehr. Dann bricht es ab und dann gibt es auch den ganzen Park gar keins.
Das ist leider so. Richtig. Also da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr dann, für die App braucht ihr natürlich Internet, dass ihr dann halt eine SIM-Karte habt oder wie auch immer ihr das handhabt, ob ihr euch mit eurem Provider oder was auch immer da Internet auf jeden Fall für Japan besorgt. Wenn ihr das hier dann im ganzen Park nutzen wollt und nicht immer zum Eingang zurück wollt, um mal zu gucken, wie die Wartezeiten sind. Dann wollten wir noch sagen, soll ich warten? dann wollten wir jetzt warten. Dann wollten wir noch sagen, dass es hier nur für ausgewählte Attraktionen den Premier Access Zugang gibt. Das heißt, eine verkürzte Wartezeit, die man eben kaufen kann. Die kann man in der App kaufen und auch am Guest Relations Schalter. Das geht, aber auch, ich glaube, es sind maximal 6-7 Attraktionen, bei denen das geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das tagesabhängig ist. Also ob die sagen, heute machen wir, weil das so voll ist, mal diese Attraktion oder diese. Ich denke aber nicht, sondern ich denke, dass es immer dieselben Attraktionen sind. Zum Beispiel kann man bei Big Thunder Mountain, egal wie hoch die Wartezeit ist, in unserer Erfahrung jetzt, keine Garantie, keinen kaufen. Das heißt, wenn da jetzt 90 Minuten sind, dann musst du dich halt 90 Minuten anstellen. Das merkt man aber auch, wenn man in diesen 90-Minuten-Queues steht, weil es geht voran. Es geht einfach voran. Es ist ein viel angenehmeres Warten, auch wenn es vielleicht genauso 90 Minuten sind, wie wenn man in Orlando irgendwo 90 Minuten anstehen muss. Aber du hast das Gefühl, es gibt Progress und du läufst die ganze Zeit. Also es gibt wirklich nur wenige Momente, wo man steht und Bro steht gerade auch nicht mehr, weil irgendwas am Bein gekribbelt hat. Und das ist einfach ein sehr angenehmes Warten, auch wenn die Wartezeiten teilweise sehr hoch sind. Ja, wie gesagt, es gibt es nur für wenige Attraktionen. Sonst noch was dazu? Hab ich das vergessen? Hab ich nichts vergessen. Wir waren jetzt auf der Mark Twain, dem Mississippi-Dampfer von Tokyo Disneyland. Das war unser erster Mississippi-Dampfer, den wir jemals gefahren sind, obwohl wir schon so viel in Disney-Parks waren. Ich fand's schön. Ich fand es sehr entschleunigend. Wir waren auf der Seite, wo nicht das mit dem Motor ist und so. Das war also ziemlich ruhig und war sehr schön jetzt mit dem Licht. Es gibt an der Seite so hier und da so ein paar Sachen zu gucken auch. Ja, ich würde sagen, das war jetzt eine Viertelstunde oder 10 Minuten, die gefahren sind. Ja, 5 Minuten Wartezeit nicht mal. Wir hatten 0 Minuten, weil der Dampfer da gerade auf uns gewartet hat quasi. Und jetzt haben wir unseren Stop bei Big Thunder Mountain und schnuffeln uns jetzt da mal hin. Noch eine Sache, die vielleicht wichtig wäre zu erwähnen. Die haben ja oft dann diese Extended Queues oder wie auch immer, die mit, einfach nur mit Kordeln abgesperrt sind. Und da kommen dann immer Hussen dran, damit man das auch sieht in der Mitte. Zum Beispiel bei Tower of Terror waren sogar gebrandete, sonst hast du halt irgendwie Blanco. Und jetzt im Dunkeln kommen da auch nochmal, ich weiß nicht, ob das Knicklichter sind, aber auf jeden Fall nochmal so kleine Leuchtstäbchen dran, dass du die im Dunkeln auch siehst. Junge. Aber ne, Safety first und so, und sonst ist ja auch jeder mit einer Taschenlampe hier. Die Mülltonnen habe ich jetzt einen Shot, den ich euch zeigen kann. Man sieht es nicht so gut, weil eine Lampe kaputt war. Die haben Beleuchtung, damit die entweder sehen, wo sie hinfahren und damit du siehst, ey, da kommt eine Mülltonne auf mich zu. Es ist verrückt, es ist einfach verrückt, aber irgendwie cool und süß. Und also ich mag es hier auf jeden Fall. Also Japan, Japaner bis jetzt, richtig cool, richtig entspannt.
Wie kannst du es aushalten? Nicht eigentlich so bekloppt, also anders bekloppt als bei uns oder in den USA. Aber erträglich. Einfach erträglich. Gemauerte Ecken haben offensichtlich keine Leuchtstäbe. Nun gut. Was soll das? Was tut das? Spezielle Restaurant. Hä? Ich verstehe es nicht. Hinter uns seht ihr jetzt gerade quasi Pirates of the Caribbean und das würde ich noch mal erzählt haben, also Pirates, Peter Pan und Roger Rabbit sind ja geschlossen. Das stand vorher nicht auf der Homepage und jetzt steht auch nur so, wenn du jetzt als Wartezeit guckst, ist gerade geschlossen. Also nicht temporary, sondern ist geschlossen, aber... Operation Suspended, aber es stand nicht auf der Homepage hier, dass es dann und dann nicht verfügbar. Und das sieht mir offensichtlich nach einer längeren Wartung aus. Im Shop stinkt es auch nach Farbe und was. Aber wir haben das halt, wir haben kurzfristig das ja alles gemacht und kurzfristig auf der Homepage geguckt und kurzfristig stand das immer noch nicht da. Also weiß ich nicht. Davon abgesehen ist ja Domino's noch die nächste, das macht am meisten Sinn, weil du willst ja auch keine 20 Minuten mit der Pizza durch die Stadt laufen und dann auf dem Zimmer essen. Ja, dann melden wir uns aber bestimmt nochmal und zeigen euch die. Bei Domino's und wir haben uns das mit Google Lens übersetzt auf der Karte draußen. Er hat aber auch eine englische Karte, das haben wir auch erwartet. Aber wir haben das gesagt, wir gucken jetzt mal so, wie wir da weiterkommen. Und dann ist es ja einfacher, wenn wir einfach drauf zeigen, was wir haben wollen für ihn.
weil wir vorher schon gesehen haben, dass er mit anderen Gästen oder Kunden oder wie man das nennen möchte, dran war. Aber dann hat er hier nochmal seine englische Karte rausgeholt, die er selber nicht versteht und wenn du drauf zeigst, trotzdem das nicht eintippen kann und dann nochmal auf die japanische gucken muss. Und dann hat er ganz am Handy irgendwas rumgetippt. Wir haben doch jetzt eigentlich alles geklärt. Warum? Was willst du jetzt nochmal übersetzen? So, da war ein Problem. Da wollte er uns einfach Doppelkäse verkaufen. Und dann hat er nochmal Bilder rausgesucht, hat es nochmal versucht. Ich so, nein, Mann, geh weg. Ja, 10 Minuten warten, dann kann man das Zeug mitnehmen. Das ist erheblich günstiger als liefern lassen. Das war ja das Doppelte liefern, oder? Fast das Doppelte. Jo. Würde ich euch glücklich machen, heute meine Pizza. Ich habe so eine Kombo mit Fried Chicken und Fried Chicken. Ja, wenn zwei Sides dabei sind, also so kleine Pizza mit zwei Sides, wenn zwei Sides dabei sind und zweimal da Fried Chicken dabei ist, normales und Japanese Fried Chicken, als ob ich dann die Kartoffeln nehme. Jo, ich mache hier gerade noch so ein bisschen eure Kommentare beantworten, drauf schreiben, dies, das, was man halt so täglich machen muss. Aber nicht mehr lange, jetzt gleich geht ins Bett und dann war es das jetzt erstmal mit den Vlogs aus Disney. Wir bleiben in Tokio, beziehungsweise morgen geht es nach Yokohama oder Umland von Yokohama und immer noch Tokio, man weiß nicht so genau. Und ich sag mal so, ich glaube, jetzt wird's spannend, jetzt wird's interessant, jetzt kommen die coolen Sachen. Wir steigern uns, glaube ich, langsam da auch und es wird zum Ende hin komplett absurd und ganz, ganz am Ende kommt noch ein Highlight für mich, aber dazu dann, wenn es soweit ist, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Und ja, wir sehen uns morgen früh wieder, beziehungsweise halt in ein, zwei Tagen hier auf dem Kanal. Und ich würde sagen, so mal raus, ne? Schöne Grüße aus Tokio von Ostream Bro. Wir sind draußen die coolsten. Ja, weiß ich nicht. Das ist verkackt. Ich hab's verkackt. Gute Nacht.